Lieferkette ist komplex. Ja? Da haben wir Abbau vielleicht von Eisen. Na, das wird dann verarbeitet zu Stahl. Und da haben wir dann schon meistens die ersten 3, 4, 5 Firmen, die irgendwie involviert sind. Oder bei Baumwolle. Na, da ist es natürlich der Landwirt, der involviert ist. Und danach wird die Baumwolle dann weiterverarbeitet und irgendwann gesponnen und so weiter. Na, also das sind schon da ganz, ganz viele Schritte. Und man muss sich überlegen, bei der Risikoanalyse, ne, wo setze ich an? An welchem Punkt meiner Lieferkette habe ich A, den größten Impact bei mir, vielleicht weil ich besonders viel Baumwolle verbrauche, vielleicht weil ich besonders viel Öl verbrauche oder was auch immer. Also meistens sind die größten Probleme tatsächlich ganz am Anfang. Wir müssen wieder mehr dahin kommen und wir kommen auch nicht nur durch die Gesetzgebung, sondern auch aus eigener Verantwortung von vielen Unternehmen wieder mehr dahin, dass die meisten sich damit beschäftigen, wo kommen denn eigentlich die Rohstoffe her.